Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Yay. Wir machen jetzt als allererstes in diesem neuen Jahr, heute ist ja 1. Januar 2016, erstmal frohes Neues an alle. Wir machen heute wieder eine Challenge, ich habe mir die Speed Challenge rausgesucht und bevor ich da reingehe, erkläre ich jetzt schon mal, was da so zu machen ist. Ich glaube, man hat von Anfang an nämlich gar keine Items und man hat nur 16 Minuten Zeit, bis zu Mutters Herz zu kommen. Und alles ist verschnellert. Mehr muss man eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen. Man hört schon, die Musik ist schneller. Genau, man hat quasi diesen Broken Stopwatch-Effekt, dass einfach die Zeit die ganze Zeit hier schneller läuft. Ich hoffe nur, die Zeit an sich läuft nicht schneller. Nee, aber da oben haben wir einen Timer, genau. Dass man nämlich nur 16 Minuten für diese Challenge Zeit hat. Ich stelle mir das ganz schön schwer vor, wenn ich ehrlich bin. Eben hat es ein bisschen gelaggt, ich weiß nicht warum. Sind wir auch schneller? Hä, haben wir doch irgendein Item? Nee, aber wir sind sau schnell irgendwie. Was ist das? Lil Gertie! Oh, wie süß ist der denn? Ach! Hatte ich noch nie. Wie geil. Okay, es gibt auf jeden Fall goldene Räume, wie ihr es vielleicht gerade schon gesehen habt, weil ich in einem goldenen Raum drinne war. Und wir müssen, wie gesagt, bis zum Mutters Herz kommen. Alles ist halt so ein bisschen schneller und wir auch irgendwie... Oh Gott! Das kann ja richtig schlimm werden. Von daher muss man schneller ausweichen, muss schneller reagieren. Und Little Gertie ist auch schneller unterwegs, als er sein müsste. Ist ja voll witzig, Little Gertie. Wiu! Der macht dann immer Miau! Miau! Oh, und das Spiel laggt richtig. Okay, mein Computer kommt nicht damit klar, dass das Spiel so schnell ist. Oh, und ich sterb hier. Okay, ich muss Little Gertie nicht mal loslassen, oder? Doch, doch, doch muss ich. Der ist mal eben losgelaufen. Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Weil ich getroffen wurde. Okay, ja, man... What? Das habe ich auch noch nie gesehen bei dem. Man hat nicht so viel Zeit zum Ausweichen, merke ich gerade. Heißt, ich sollte vielleicht mehr auf mich achten als auf die Gegner. Oh Gott, oh Gott. Toll, nur noch ein Leben. Aber ich weiß, dass da hinten wenigstens noch ein halbes Leben war. Wir haben halt leider gar keinen Schaden, außer Little Gertie. Au. Oh Gott, ich sterbe. Ich werde sterben beim ersten Boss. Oh nein. Dazu bin ich anti. Wieso macht er diesen Beam? Oh, lag. Lag. Piu. Ich glaube, Little Gertie ist unser einziges Damage-Output-Teil, das wir hier haben. Und dann trifft er nicht mal. Los, Little Gertie, töte alles. Nur nicht mich. Oh Gott, umso mehr Gegner in den Raum sind, umso blöder wird das. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvesterfest. Ich hatte ein schönes Silvesterfest. Ich war bei ein paar Kollegen. Hab mich zu sehr betrunken, aber macht ja nichts. Betrinkt euch übrigens nicht, wenn ihr es nicht müsst. Trinken ist uncool. Und ungesund. Und überhaupt. Aber war ganz schön. So. Habe ich dann noch ein nettes Mädchen kennengelernt. Aber egal. So. Und ein frohes neues Jahr mit Glückseligkeit und Gesundheit und was weiß ich, was da alles zugehört. Und dann sind wir alle toll. 2016 wird unser Jahr, Leute. Unser Jahr. Nee, keine Ahnung. 2016 wird aber bestimmt ganz toll. Hat zwar keine 5 mehr im Namen, sag ich mal. Aber wird bestimmt trotzdem ganz toll. So, wie lange brauchen wir für die erste Ebene? Knapp 3 Minuten? Oh, shit. Für eine Ebene 3 Minuten? Wie sollen wir das denn schaffen? Ich glaube, diese Challenge wird richtig schwer. Für den Boss brauchten wir halt so richtig lang. 3 Minuten für eine Ebene. Und wir müssen 8 Ebenen schaffen. Oha. Gut, dann rushen wir mal ein bisschen durch. Wir dürfen auch eigentlich nicht alles mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Curse of the Tower ist jetzt nicht so geil. Aber das Einzige, was ich sonst machen könnte tun, wäre... Ah, den Automaten in die Luft sprengen. Und so kriegen wir jetzt wenigstens immer so ein paar Trollbomben. Ist das nicht toll, wenn wir getroffen werden? Sonst hätten wir jetzt diesen einen Schaden nicht bekommen und diese 3 Münzen auch nicht. Los, Little Gertie, töte! Du musst alles töten! Aber nein! Ich mag Little Gertie irgendwie. Oh Gott, ich werde sterben. Ja. Gut, Little Gertie war aber auch blöd. Versuchen wir das nochmal. Hoffentlich ist es diesmal... Oh Gott, die sind so schnell! Das ist so kacke, man kann gar nicht ausweichen. Ah! Aber ich glaube, man ist selber auch schneller, wenigstens. Nee, das kann ich gerade nicht ab. Ah! Alles zu schnell hier. Gut, kriegen wir jetzt was besser? Oh ja! All Stats Up ist immer gut. Na, was haben wir Schönes bekommen? Vielleicht Speed Up? Ja, doll!
Oh, aber mit diesem Speed-Up-Effekt ist bestimmt Taurus ganz geil. Dass man halt, das ist ja das, wo man so ein bisschen langsamer wird und dann, wenn man aber eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut hat, die wir hier auf jeden Fall schon haben, dann bekommt man diesen Effekt, dass man nicht getroffen werden kann und alles tötet, was man berührt. Diesen Pac-Man-Effekt, nenne ich ihn mal. Und wenn wir das bekommen würden, dann hätten wir, glaube ich, schon gewonnen. Also Taurus wäre schon ein sehr geiles Item. Der Stier. Der gute alte Stier. So. Ein Herzchen. Okay, hier ist auch gleich schon der Boss. Machen wir einfach mal. Mit unserem Nicht-Damage. Oder haben wir Damage? Nö. Ich glaube, wir haben sogar gerade noch Damage verloren wegen der Spritze. Ja, ja. Hau du mal ab mit deinen komischen Bällen. Ich will deine Bälle nicht. Nein. Bleib weg mit deinem Ball. Hä? Ich dachte, die sterben irgendwann. Aber man muss sie echt töten. Sehr interessant. Aber diesen Boss ist das wenigstens so, dass er sich, aua, auch selber trifft ab und zu mit einer Bombe. Und dann stirbt er relativ schnell. Wenn er sich denn mal selber trifft. Was er gerade nicht macht. Oder wenn er mal... oh Gott, gegen... Los hier, geh doch in deine eigene Bombe. Oder wenn er halt... wow, ein Blödmann. Gegen das Feuer läuft, wollte ich sagen. Das kann bei denen nämlich auch recht schnell passieren. Aber gerade weicht da sein Teil doch ganz gut aus. Oh Gott, eine super Trollbombe. Nein! Na komm her. So stark bist du jetzt auch nicht. Aber wir sind leider noch schwächer als du. Ah, die Bosse. Die Bosse dauern aber so lange. Au. Nicht cool. Da, stirb bitte dran. Nein! Oha. Das ist richtig schwer, da auszuweichen. Also ich finde das schwer. Blöde Speed-Challenge. So. Jetzt stirb endlich. Wow. Ich sterbe beim ersten Boss. Yay. Da ist er tot. Da sind wir auch tot. Und nochmal, weil es so viel Spaß macht. Okay, weißt du was? Wir machen jetzt mal was anderes. Wir warten, bis wir ein gutes Item bekommen. Das ist kein gutes Item. Weil sonst... das ist gut. Das nehmen wir mit. Das ist okay. Ein kleines Damage-Up. Da geht das wenigstens mal ein bisschen schneller, bis die Gegner hier sterben. Weil Gegner zu treffen, die viele Leben haben und dann auch noch so schnell sind, ist nicht so geil. So, und ohne Damage-Up, glaube ich, schafft man das sowieso nicht in diesen 16 Minuten. So, siehst du mal, da haben wir auch noch ein paar Begleiter fliegen bekommen, die auch nochmal Schaden machen. Oh ja, so ist das doch schon viel besser. Auch wenn das jetzt ein bisschen Cheating ist, aber egal. Auch nicht so wirklich, ne? So, aber guck mal, dann geht der Boss hier wenigstens mal ein bisschen schneller und dauert keine 5 Minuten, bis er aber tot ist. Spinnen sind natürlich trotzdem richtig scheiße bei diesen... bei diesem Speed-Up-Zeug. Ah! Nein, ihr müsst sterben. Nein! Okay, Widow. Aua! Oh Gott, ich sterbe halt trotzdem. Und dazu immer noch diese komischen Lags. Das finde ich komisch. Dabei rendere ich gerade gar nichts. Eigentlich dürfte das nicht laggen. So. Tot. Tot. Und... ja, wir haben den ersten Boss besiegt und kriegen ein Speed-Up. Ja, gar... nee, ein Ranger. Oh. Aber diesmal sind wir relativ schnell hier durchgekommen. Yay, zweite Ebene. Die vollgepisste Ebene. Burning Basement. Und wir haben Ranger bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da müssen wir nicht immer so nah rangehen an die Gegner. Die wir trotzdem nicht treffen, weil sie zu schnell sind. Aha. So. Okay, ja. Safety Cap, warum nicht? Sind die ganzen Pillen gut? Oh, das wird ja auch richtig scheiße, wenn die Gegner eine Blutspur hinter sich herziehen. Oder geht die auch schneller weg? Die geht auch schneller weg, ne? Dann ist es okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Hallo Lust. Hallo Lust. Pff. Lust ist schon halt, so sauschnell. Oh nein, wir sind tot. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ja. Und dann noch auf Speed Up. Alter. Was ist das für eine Challenge? Nope. Naja, ist auch ein Damage-Up, oder? Tier-Up zumindest. Splash-Damage und Tier... ja, komm. Probieren wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So treffen wir die dann vielleicht mal häufiger, auch wenn sie komisch ausweichen.
Ich glaube, das ist nämlich auch ein kleines Damage-Up auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die Tränen größer geworden. So, und man trifft die jetzt halt auch ab und zu mal, wenn man nicht direkt trifft. Ist eventuell auch ganz okay. So, da waren wir drin. Wir haben 6 Münzen, aber keinen Schlüssel. Hey. Jetzt haben wir einen Schlüssel und einen blauen Stein. Mit einem blauen Herzen, okay. Damit kann man arbeiten. Mal gucken, ob wir diesmal zumindest zum zweiten Boss kommen. Das wäre ja auch mal ganz schön. Schon wieder du. Warum immer Widows? Überall. Ah. Ich habe gar nicht genug Zeit, um nachzudenken, wo die Gegner hinspringen und hinlaufen und so, weil das alles so schnell ist. Weil mein Hören muss das ja auch pro Gegner irgendwie berechnen können. Aber wenn du dann plötzlich 5000 Gegner im Raum hast, die dann auch alle noch so schnell sind, dann ist mein Hören da leider nicht schnell genug für. So, egal. Wir kriegen erstmal eine Puppe, die uns Range abgibt und ein paar Herzen zumindest. Hat die Puppe nicht früher auch immer noch blaue Herzen gegeben? Das wundert mich gerade. Aber egal, wir haben den ersten Boss besiegt. Yay. Immerhin. So. Wir sind hier voll auf Droge. Wir müssen schneller durch. Immer schneller, immer schneller. Mann. Diese Challenge spiegelt die... Oh Gott. Spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Unsere Leistungsgesellschaft. Immer schneller, immer besser. So, was haben wir da bekommen? Das sind Bomben, glaube ich, ne? Ich denke schon. Ja, geil. Das wird uns helfen, ein paar Gegner zumindest zu töten und hier Sachen aufzumachen. So. Oh ja, doch, das hilft uns. Also bei großen Räumen ist es auf jeden Fall sehr gut. Hier, Bad Trip, ja, okay, ist nicht so schlimm. Wir haben 10 Münzen, wir schauen hier einfach mal rein. Die Map wäre tatsächlich eine Sache, die ich gerne täte. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie bekommen. Auf jeden Fall haben wir genug Schlüssel. Das heißt, wir können auch hier gleich nochmal in den goldenen Raum und erstmal noch ein Leben, Schaden bekommen, tun. Was haben wir denn hier? Na, ist jetzt nicht so geil. Naja, geht aber. Na, finde ich gar nicht so schlecht. Ein White Shot ist nicht so schlecht. So. Eventuell suchen wir gleich nochmal... Hilfe. Den Geheimraum, obwohl wir nur noch eine Bombe haben. Aber... Die Karte wird uns halt total helfen. Wir bräuchten dafür nur noch 4... Oh Gott, oh Gott. Stirb, Pin, stirb! Okay, nochmal 2 blaue Herzen und ein Tiersub, auch nett. Wir bräuchten jetzt... Oh, noch 4 Münzen. Was denkt ihr, ist der hier oder ist er da? Ich hoffe mal da. Nein, scheiße. Da kommen wir nicht rein, weil wir zu viele Leben haben. Jetzt kommen wir leider nicht... daran. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Speed up. Ja, okay. Oh Gott. Wie schnell wir jetzt sind. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und da ist der Geheimraum. Das heißt, wir gehen da mal kurz rein. Oh, ist die richtig gesetzt? Verdammt. Warum ist da nicht der Geheimraum? Geil. Okay, Bombe vertan. Egal. Wir müssen schneller sein. Wir müssen immer schneller hier durchlaufen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na, wie viel Zeit haben wir noch? 12 Minuten? Okay. Sind wir auf jeden Fall diesmal schneller unterwegs als letztes Mal. Jetzt kriegen wir hier noch die Left Hand. Ist auch nicht so schlecht. Boah, aber so ein Speed-Up ist natürlich schon echt grässlich. Vor allem, wenn schon alles gespeed-up ist. So. Habt ihr gesehen, wie der eben dieses lilane Ding uns genau anvisiert hat? Aber hat extra das Spiel ein bisschen langsamer gemacht, damit es uns besser anvisieren kann. Hat das ganz genau gesehen. Achso, und ich habe gar nicht erzählt, was man bekommt, ne? Wenn man das hier schafft. Man würde nämlich bekommen eine Get-Out-of-Jail-Karte. Eine Get-Out-of-Jail-Karte heißt also eine Geh nicht über los, geh sofort ins Gefängnis-Karte. Was weiß ich, die aus Monopoly halt. Und die macht, oder beziehungsweise die hat denselben Effekt wie, muss ich mal kurz nachdenken, was ich hier mache, wie Dead Ski. Heißt, sie öffnet alle Türen, also in dem Raum, wo man gerade ist, und ich glaube auch den Geheimraum.
Das ist ganz schön, so ein Blattzacker. Hallo, Maudado. Wie geht's dir, Maudado? Du musst mir beistehen bei dieser schweren Challenge. Genau. Und damit kann man dann halt alle Türen öffnen. Und auch Satans, Mega-Satans Raum da. Da kommt man dann damit auch rein. Also quasi Dead's Key, nur halt nicht als Item, sondern als Karte wird man bekommen. Genau. Au, oh nein, ich dachte, du wärst Maudado. Die haben mich reingelegt. Das sind gar nicht Maudado. Maudado, töte ihn. Gebe mir mein halbes Leben wieder. Und ich hole mir währenddessen Balls of Steel. Los, Maudado. Danke, Maudado. Du bist der beste Maudado. So. Okay, aber das Splash-Damage-Ding ist echt geil. Voll, weil unsere Reichweite gerade so hoch ist. Treffen die Gegner noch sehr viel besser. Komm, mach deinen Hals auf. Mach deinen Hals auf. So. Noch eine Bombe? Waren wir im goldenen Raum? Ja. Gut, dann. Hi. Guck mal, ich habe hier sowas. Ich habe ein paar Bomben für dich. Los, du musst schon... Nein, du musst da rauskommen. Sonst töte ich mich gleich selber. Maudado, mach Schaden. Guck mich nicht so an, Maudado. Mach Schaden. Maudado, please. Wow. Das ist mega nervig, wenn das immer so laggt. Dann ist man die ganze Zeit in diesem Speedrausch. Und dann laggt es plötzlich. Dann hast du deine 3 FPS und dann hat es wieder seine 180.000. So, egal. Uns geht's gut. Wir haben leider keinen Devil Wound bekommen, was ich ein bisschen schade finde, obwohl wir die Left Hand haben. Aber dafür sind wir schon in Katakomben 2 und haben noch 10 Minuten. Oh, und wir können überall durchschießen. Oh, geil. Macht unser... Ach so, das war gar kein Trinket, das wir da aufgesammelt hatten. Dieser White Shot macht anscheinend auch... Was ist das denn hier? Bounce Back? Bringt mir das überhaupt... Nee, das bringt mir überhaupt nichts, glaube ich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was dieser Bounce Back da macht. Gehen dann die... Ja, bounce das einfach nur? So wie diese... Wie Rubber Cement? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß es nicht und ich habe jetzt auch keine Zeit, das irgendwie auszuprobieren. Aber wir haben den Boss gefunden. Aua. Aua, habe ich gesagt. Ich sag Aua und der tötet mich trotzdem. Das macht man nicht, oder? Wenn man Aua sagt, dann ist das quasi so wie halt, stopp, lass das, ich will das nicht. Habt ihr das auch in der Schule damals gelernt? Die Hand auszustrecken und dann halt, stopp, lass das, ich will das nicht zu sagen. Und egal, was ich dann angemacht hat, dann wird er euch auf jeden Fall in Ruhe lassen. Also ich habe das so gelernt. So, hier ist es das, auch eine schöne Karte. Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade zurückgehe, das ist aus dem einfachen Grund, dass ich zuvor gerne nochmal in den goldenen Raum gehen möchte. Dann müsst ihr hier irgendwo sein. Wo ist der? Geld! Ich habe Geld gefunden. Ja, ich bin reich. Dann ist er. Wo ist er denn dann? Da unten. Oh fuck. Jetzt müssen wir die ganze Ebene noch machen, obwohl wir den Boss schon so früh gefunden hatten. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade ein bisschen schneller rede als sonst. Aber wahrscheinlich passe ich mich einfach nur den Umgebungen, den ganzen Bums hier an. So, stirb, stirb, stirb. Maudado könnt ihr eigentlich? Na egal. Egal, Maudado. Mach halt gar nichts. Guck mir einfach zu. Ich mach das schon. Wo ist der goldene Raum? Oh Gott, wir verlieren hier gerade richtig viel Zeit. So, da ist er. Okay, nur noch dieser Raum, dann sind wir durch. Setzen wir einmal Bomben ein. Die helfen garantiert irgendwie, bestimmt. Oder auch nicht. Ich glaube, die haben überhaupt nichts getroffen. Oha. Egal. So, hallo? Ja, das hat sich so gelohnt. The Soul. Geil. Jetzt werden wir nicht mehr so oft getroffen. Das ist richtig gut. The Soul ist richtig gut. Ich hätte auch einfach diese Stars-Karte einsetzen können, gell? Weil die hat mich ja auch in den goldenen Raum gebracht, soweit ich weiß. So, wollen wir uns hier irgendwas holen? Vielleicht das Leben. Mehr brauchen wir nicht. So, alles klar. Dann, hallo Boss. Moment, hallo Boss. So, hallo. Gut, dass wir überall durchschießen können. Oh Gott, oh Gott. Okay, noch eine Milch und noch ein Lebensupgrade. Vielleicht zwei Lebensupgrades auf einmal und wir kriegen aber irgendwie keine Devil Wounds. Okay, aber gerade sieht das sehr gut aus für uns. Und nichts erleben, ne? Das heißt jetzt, wir sparen auf jeden Fall nochmal Zeit. Und ich glaube... Ich glaube, okay. Ich glaube, wir werden das ganz cool einsetzen, indem wir einfach in den Stachelraum reingehen und uns dann wieder raus teleporten. Das ist der Plan, der sich gerade in meinen Hirn
festgesetzt hat. Oder ich öffne hier Sachen. Und gehe dann wieder raus. Und hol mir Dad's Key. Toll. Wenn wir schon die ganze Zeit davon reden, ne? Nee, aber will ich nicht. Will ich nicht. Ich, die Sache, die ich hier freischalte, ist schon genauso wie Dad's Key. Da brauche ich nicht noch einen Dad's Key. Also den originalen. Das Original brauche ich nicht. Ich hab eine bessere Fälschung. So, kann man die ausmachen? Nö. So, oh, bitte nicht wehtun. Danke. Das ist ja auch richtig nervig. Weil die so schnell sich wieder umdrehen. Aber ja, okay. Kannst du jetzt mal, danke, sterben? Kann ich mir richtig denken. Guck mal, das ist ein Shop. Oh, du wirst explodieren, gell? Jupp, du wirst explodieren. Du wirst sowas von explodieren. Pum. Was haben wir hier? Eine Super-Treubombe. Keine Lust. Haben wir einen goldenen Schlüssel gefunden? Moment. So, kurzer Cut. Mein Opa war gerade in meinem Zimmer und hat mir, was hat er mir angeboten? Eine. Moment. Jetzt bin ich hier wieder draußen. Geil. Okay, was wollte ich machen? Ach ja, eine Challenge. So, er hat mir Hühnerbrühe angeboten, hat er mir, ja. Sure. Jetzt bin ich aber wieder draußen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was wollte ich machen? Oh nein. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Judgment-Karte. Wir haben genug Bomben. Wir gehen hier einfach mal weiter. Guck mal, ein blaues Herz für uns. Aber wir müssen schnell zum Boss. Und ich hoffe, dass in dieser Zeit, wo ich jetzt Pause gedrückt habe, nicht die Zeit weitergegangen wäre. Oder gegangen ist. Weil das wäre schon richtig blöd. Schauen wir mal. Die ist weitergegangen, oder was? Warte, 5, 25? Ne, die geht nicht weiter. Wir haben nur noch 5 Minuten? Oh, shit. Well, shit. That's some serious business. That's some serious business. Wir sind noch nicht mal bei Mutters Fuß. So, wir haben eine Pretty Fly. Ach, es ist Next Alien. Okay, dann sparen wir wenigstens ein bisschen Zeit. Ach, shit, wir müssen die besiegen. Sonst hätte ich mich hier kurz rausgesprengt. Aber da haben wir wenigstens den zweiten goldenen Raum. Aber, na gut, auf Leben sollten wir jetzt vielleicht nicht so doll achten. Zwar auch ein bisschen, aber nicht extremst viel. Komm schon. Ich hab nicht so viel Zeit. Was haben wir hier? BBF. Die explosive Fliege. So, auf euch habe ich mal gar keine Lust. Tschüss. Ihr seid okay. Ihr sterbt ja relativ schnell. Guck mal, einen goldenen Schlüssel. Wir hatten allerdings schon einen. Obwohl ich nicht weiß von wo, aber wir hatten schon einen. Aber. Aber solange wir Maudado haben, fühle ich mich sowieso sicher. Alles explodiert. Oh Gott. So, rechts oder links oder was weiß ich. Ja, wir töten einfach alles. Oh nein, 4 Minuten nur noch. Ich glaube, ich lasse das mal kurz an. Oder auch nicht. Nein, das stört mich. Komm, stepp schneller, stepp schneller, stepp schneller. Ich glaube, wir müssen ein paar Räume gleich überspringen. Womp wird nochmal richtig scheiße. Da verlieren wir nämlich richtig viele Leben. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Guck mal, ein blauer Stein. Da gehen wir nochmal kurz ran. Yes! Ein Damage up. Geil. Da kriegst du auch nochmal einen. Wo ist der perfekte Boss? Ist der da unten rechts oder wo ist der? Hier? Hoffentlich. Sonst ist blöd. Oh Boss, wo bist du? Mann, ich bin so stark und bin schon so weit. Und trotzdem nicht weit genug. Das, okay, gut. So, alles mal kurz töten. Töten, 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 töten. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber dann habe ich nur noch 3 Minuten für 2 Ebenen. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. So, gib her. Hallo, wow. Stirb mal ganz schnell, bitte. Wenigstens ein kleiner Raum. Da stirbt er ja wenigstens relativ schnell. Voll der Speedy Gonzales. Ach stimmt, der ist ja auch noch... Der ist wirklich richtig schnell. Und dann auch noch bei Speedup. Okay, gib mir das, gib mir das. Hallo, zweiter Boss. Bitte stirb auch relativ schnell. Sollte aber relativ schnell gehen, eigentlich. Wenn sie rauskommt, wenn unser Cube of Meat hier gerade ist. Wenn sie denn überhaupt mal rauskommt. Ja, danke. Oh, Mutti, was tust du? Tot, wir nehmen das Ding hier mit. Für den Boss haben wir so gar keine Zeit. Das tut mir leid. Ah, fuck, 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 fuck. 2 Ebenen, 3 Minuten.
Nicht mehr 3 Minuten, 2,5 Minuten. Oh nein, das schaffen wir nicht. Warum nicht? Das ist doch uncool. So knapp und doch so weit entfernt. Was können wir hier? Gar nichts. Die Map hat uns halt wirklich richtig doll geholfen. 16 Minuten, ey. Was soll man das in den 16 Minuten schaffen? Ist mir egal. Oh, das ist falsch hier. Das ist falsch. Stirb. Leute, wohin? Oh, da kommt hier so ein Raum. Komm, geh auf, geh auf, geh auf. Vision, Vision ist gut. Wo ist der Boss da oben? Jetzt geh auf! So. Wir gehen durch den Geheimraum, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Oder auch nicht, weil hier ein Boss ist. Alles egal, wir müssen hier durchwaschen. Ah, hallo Conquest. Hier ein paar Bomben für dich. Wovon gar keine einzige getroffen hat. Geil. Eine Minute noch. Jetzt komm, Conquest. Mach nicht solche Faxen. Danke. Ja, nehmen wir mit. Tschüss. Oh, fuck. Ich glaube, das wird nichts. Sei denn, wir kommen jetzt richtig schnell zum Boss. Nicht mal mehr eine Minute. Geil. Fuck. Nein. 26 Sekunden. Wohin? Wohin? Rechts? Links? Nein, alles falsch hier. Nein. Lass mich da durch jetzt. Wo ist der fucking Boss? Ah, das kann doch nicht sein. Nee, schaffen wir nicht mehr. 10 Sekunden, kannst du vergessen. Ich habe die Bibel leider nicht. Sonst hätten wir das vielleicht geschafft. Nee, aber... Oh! Toll. Und die Zeit ist um. Warum ist die Challenge jetzt nicht vorbei? Die Zeit ist um. Was passiert jetzt? Ach, wir verlieren jetzt... Oh nein, wir verlieren jetzt die ganze Zeit Leben. Okay, dann können wir es aber noch schaffen. Wenn das wirklich nur so ist. Dass wir jetzt alle paar Sekunden nur leben. Ja, wir verlieren alle paar Sekunden nur Leben. Geil, wir können es doch schaffen. Wir können es doch schaffen, wir können es doch schaffen. Komm schon. Wenn wir jetzt schnell genug sind. Oh, shit. Okay, oder auch nicht. Ja, 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 ja. Schnell! Oh, wir haben es doch geschafft! Holy shit, mit dem letzten Leben! Wieso ist sie denn jetzt so schnell gestorben? Alter! Also mehr Action gibt ja gar nicht hier. Wow! Alter, shit! Okay, finde ich aber gut, dass dann nach 16 Minuten nicht einfach Schluss ist, sondern dass man wirklich nur Leben verliert. Hätte ich Abaddon nicht mitgenommen, dann hätten wir aber nicht genug Leben gehabt. Weil durch Abaddon bekommt man ja, weiß nicht, 6 schwarze Herzen oder so, oder 9? Alter. Alter. Ja, krass. Okay, haben wir aber geschafft. Mit dem allerletzten Leben. Noch ein paar Sekunden länger und wir hätten echt, wir hätten es echt nicht geschafft. Wow, okay. Glück muss man haben. Gut, das war dann die erste Challenge in diesem Jahr. Auch die erste, das erste Video in diesem Jahr. Wow. Amazing. Ja, lief ja schon mal ganz gut. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich bin gerade ein bisschen glücklich. Dass ich das noch geschafft habe, ist ja voll geil. Ja, dann bis zum nächsten Mal und habt ein schönes Jahr 2016. Tschüss.